Diese Maschine macht süchtig. Wenn nicht der Preis wäre, Basispreis 24.000 Euro. Und da fängt es erst an. Rock and Roll! So, ich werde jetzt mal vom Roll-Modus auf den Rock-Modus umschalten und dann mal schauen, wie sich die Maschine hier verhält. Rock! Und sie rockt! Das ist der Wahnsinn! Richtig aggressiv! Eine Beschleunigung! Brutal! Die F900R ist nichts dagegen. Man muss mal das Gewicht berücksichtigen. Von 450 Kilo. Boah! Das ist der Wahnsinn, wie die Maschine abgeht. Ja, brutal. Rock and Roll, liebe Fangemeinde. Rock and Roll. Ja. Wahnsinnig. Ich glaube, die BMW-Ingenieure haben eine Connectivity zum lieben Petrus. Kaum schaltet man um vom Rock-Modus auf den Rain-Modus und schon fängt es an zu regnen. In diesem Modus nimmt sie das Gas ganz vorsichtig an und bringt ganz sachte ihre Power auf die Straße. Ich glaube aber, wenn man Besitzer einer R18 ist, dann muss man noch am Outfit arbeiten. Also mit einem GS-Anzug auf der R18 sitzen, das passt nicht. Da braucht man mindestens eine Lederjacke. Vielleicht auch ein paar Jeans. Daran arbeitet ja BMW. Am Image. Die R18 soll das Harley-Davidson-Publikum ansprechen. Und nicht den GS-Fahrer. Aber es macht beides Spaß. Wenn man es sich leisten könnte, dann wäre der Trend sicherlich zum Zweitmotorrad gegeben. Geht zum nächsten BMW-Händler, leiht euch mal eine aus und sammelt mal selbst Erfahrung damit. Was beeindruckend ist, ist der Boxer mit 1800 Kubik. Das ist richtig ein Feuerstuhl. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass die R18 so wendig ist bei ihrem langen Radstand und bei ihrem Gewicht. Also wunderbar abgestimmt. Ja, das war mein Nachtrag zur R18, also First Edition. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid
wenn ich mit meiner alten GS einige Tagestouren mache oder damit in Urlaub fahre. Bis dann, euer Jürgen. Ciao.